Hallo ihr Lieben, ein neues Video von Fidelity. Janis, Hajo, moin. Auf neuen Stühlen hier bei uns, in Rot diesmal. Sitze ich sehr gut. Nicht das rote Sofa, sondern die roten Sessel ist es bei uns. Ne? Ein bisschen wie Ferrari. Ja, weiß ich nicht, bin ich noch nicht, muss ich zugeben. Nee. Also da bist du mir was voraus, glaube ich. Wie auch immer, wir haben was ganz Besonderes vor natürlich mit euch. Aber bevor wir das Besondere euch zeigen, was wir gleich machen wollen und hören wollen, erstmal der Musiktipp. Was hast du mitgebracht? Yes, und zwar habe ich was Elektronisches für euch dabei. Und zwar von dem Label Keine Musik. Das ganze Label ist fantastisch. Ganz besonders das Artwork ist hervorzuheben. Aber musikalisch ist es Rampa in dem Falle mit Necessity. Schöner, melodischer, du das hast. Einigermaßen melodischer ja, Deep House, sowas in die Richtung. Ein bisschen technoider, macht aber viel Spaß. Schöne treibende Musik, gerade wenn man vom Wochenende kommt oder ins Wochenende geht. Herrlich. Herrlich? Ja. Ich habe was völlig Gegenteiliges, glaube ich. Okay, so. Ich habe Ray Charles mal so gedanklich mal ins... Yes. Ja. Wie soll ich sagen, als Vorschlag für euch, Georgia on My Mind heißt der Titel, ja. Ist ein ganz toller Jazz-Standard, der ist ja 1930 geboren, der gute Mann, 2004 glaube ich, leider gestorben, also verhältnismäßig früh. Und ich kenne ihn natürlich aus dem Film Blues Brothers sehr gut und ich denke mal, wenn ihr so ähnlich vom Alter her, ich bin 55 seid, werdet ihr den Film auch kennen, hat einen Gastauftritt gehabt, mega geil. Ein super Typ, ein super Jazzer und wie gesagt, hört euch den mal an, Georgia on My Mind heißt der Titel, ist ein smoother Song, also ein ganz ruhiges Ding. Aber wie gesagt, auch, wie du sagst, Wochenende passt eigentlich. Ja. Ist zwar nicht ganz die Musik, die du jetzt eben gesagt hast, aber es geht zumindest in die Richtung Entspannung. Das kann ich nicht anders sagen, ist sehr cool. So, und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit dem, was wir eigentlich machen wollen. Bleibt dran. So ihr Lieben, was haben wir heute vor? Wir haben uns selber, muss ich sagen, einen Traum erfüllt. Yes. Und haben uns die Kev Blade One Meta, so heißt sie genau, haben wir uns gegönnt. Für euch, für uns selbstverständlich auch natürlich, aber letztendlich natürlich für euch. Wir haben die Meta bekommen oder die Blade dementsprechend Meta haben wir bekommen. Und wollen heute mal mit euch eine Klang, ja mal reinhören praktisch. Es geht noch nicht darum, im Vergleich sowieso nicht, sondern wir wollen einfach mal heute mit euch ein bisschen auskundschaften, wie liegt der Klang, wo geht sie hin und so weiter und so weiter. Ich persönlich habe die erste Blade, das ist ja mittlerweile die zweite, wenn du so willst, die erste Blade vor vielen Jahren auf der High End in München gesehen. Ich fand sie total toll. Es ging leider damals nicht, dass wir uns die gegönnt oder gönnen konnten. Heute können wir es Gott sei Dank, muss ich sagen. Da bin ich auch sehr dankbar für. Und eine tolle Box, also ein Designer, ich finde eine absolute Design-Ikone, muss ich sogar sagen. Die wird polarisieren, genauso wie natürlich eine 800er polarisiert. Es gibt viele, die finden das, also leider muss man sagen, vielleicht hässlich und andere werden sagen Wahnsinn. Also das ist aber das Polarisierende fand ich schon immer sehr, sehr spannend. Ja. Da kannst du auch eine Concentro nehmen, du kannst auch eine Pellegrina von Cabas nehmen, du kannst eigentlich diese ganzen Lautsprecher nehmen, die alle polarisieren. Uns geht es jetzt gar nicht um das Polarisieren, uns geht es natürlich um den Klang in erster Linie. Aber ich fand die Box damals sehr, sehr schick, so ein bisschen zyklopenhaft, weil sie ja wirklich nur ihr kleines koaxiales System hat, Uniq-Chassis. Und eigentlich nach wenig aussieht, weil sie auch sehr schlank ist, die Basstreiber seitlich hat. Und wo man aber sagt, aber das Schlanke ist wohnraumtauglich. Was wir hier jetzt gleich sehen oder was ihr seht, ist eben die große, also die One eben halt. Es gibt auch die Two, die deutlich kleiner ist als diese. Aber wir haben gesagt, nein, wir würden gerne die One haben und das haben wir uns dann auch dementsprechend gegönnt. Und heute könnt ihr mit uns zusammen das erste Mal, das ist tatsächlich, glaube ich, das erste Mal, dass wir diese Boxen hören. Also eingespielt haben wir sie lassen natürlich, weil ihr das auch als Frage vielleicht stellen. Das machen wir immer, das machen wir über Nacht letztendlich. Haben sie also praktisch 2, 3 Nächte spielen lassen tatsächlich. Also eingespielt ist sie, aber dass wir zumindest heute mal hören. Wir hören mit Luxman. Was haben wir dabei, Luxman? Was haben wir da? Genau, keine halben Sachen. Wir haben die große... Blade dabei, also haben wir auch von Luxman das große Besteck genommen. Wir haben die M10X, das ist die neue Stereo-Endstufe. Die neue, genau. Genau, genommen von Luxman. Wahnsinnig gut, macht wirklich Spaß damit Musik zu hören. Dann haben wir als Zuspieler in dem Falle den T2, aus dem wir digital rausgehen. Wir wandeln im D10X, im CD-Player, SACD-Player mit dem Roam DAC. Und die Vorstufe ist die M900. Da kommt die neue Vorstufe nächstes Jahr im Sommer wahrscheinlich auf den Markt. Das ist unser Setup. Also vielleicht preislich nochmal die Blade, das hatten wir eben nicht erwähnt, liegt bei 35.000 Euro das Paar.
Es gibt, ihr könnt die auch in Sonder, also in Raltüren bestellen. Die müsste bei 39.000 dann meines Erachtens liegen, das Paar. Ja. Also wirklich kein Taschengeld. Besonderheit, vielleicht kannst du gleich zu den Preisen noch was sagen bei Laxmann, aber Besonderheit bei der Endstufe ist, dass wir weltweit das zweite Stück bekommen haben. Ich glaube, das erste kriegt man nie. Wir haben das Glück, dass wir die Nummer 2 gekriegt haben. Also steht ja hinten drauf als Typenschild, aber das nur als kleine Anekdote natürlich. Zum Angeben. Genau, zum Angeben. Ja, genau. Genau. Genau, bei der Endstufe sind wir bei knapp 20.000 Euro. Der SACD-Player in dem Fall liegt bei 17.000 Euro und die Vorstufe bei knapp 15.000 Euro. Wir haben komplett mit AudioQuest verkabelt. Und nochmal zum Design, was gesagt, finde ich, man kann sich darauf einigen. Sie polarisiert vielleicht, aber sie ist auf jeden Fall modern, puristisch gehalten. Ja. Also wenn man einigermaßen schlichtes, modernes Zuhause sich gestaltet, dann passt die da hervorragend rein. Sehe ich auch so. Und wir hatten auch gerade einen Kunden mit der Confidence 50 vorgespielt und tatsächlich aus Designgründen nochmal Interesse, auch die zu hören, weil sie einfach wunderbar ins Interieur passen würde. Und das Auge hört mit. Das Auge hört 100% mit, mehr denn je. Also das war früher nicht ganz so, aber heute mittlerweile legt man da großen Wert drauf, was ich auch völlig nachvollziehen kann. Ja. Und es wird berücksichtigt. Ja, also genau, absolutes Design-Highlight. Gut, was hast du ausgesucht? Du hast ausgesucht. Auf jeden Fall. DJ. Und zwar, genau, Fiona Hart hören wir zuerst mit Storms. Okay. Los geht's. Sehr schönes Stück erstmal. Ich fand, was sofort auffällt, ist, wie frei der Klang sich vom Lautsprecher löst. Das soll auch. Wir sind hier im High-End-Bereich, aber die Loslösung ist sofort da. Du hast sofort ein wunderschön großes Bühnenbild. Sweet Spot ist schön breit. Also wir sitzen ja jetzt nicht mittig, sondern hören zu zweit Musik. Das kann man wunderbar machen. Und ich hatte sofort das Wort Luftigkeit im Kopf, aber nicht Luftigkeit im Sinne von, dass du einen angehobenen Hochtonbereich oder sowas hast, sondern eine Luftigkeit zwischen den Instrumenten. Also die haben irgendwie wahnsinnig viel Platz dazwischen und ich kenn den Song, ich habe mir die Aufnahme schon auf Kopfhörern angehört, um die ein bisschen besser einschätzen zu können. Also das ist alles, hat viel Platz beim Hören und das macht total viel Spaß, weil das so eine Räumlichkeit da rein gibt, aber nicht die Räumlichkeit vom Recording, sondern einfach
ist viel Luft da drin. Es macht Spaß zu hören und ist auch was Besonderes. Meinst du jetzt so, dass tatsächlich die auf der Bühne betrachtet auch einen wirklichen Abstand haben, der auch dargestellt wird? Ja. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen Abstand zueinander haben praktisch. Genau, genau. Dass das genau dargestellt wird. Ja, und auch Frequenzbereiche. Okay. Also ich fand, als der Bass mit eingesetzt hat, hast du sofort gemerkt, wie tief der noch geht und wie gut der zum Mittelton anschließt. Mhm. Also das war so ein richtiger Mehrwert. Ja, fand ich auch. Der Bass war auch eine reine Freude, als er einsetzte. Genau. Also das empfand ich so. Ich habe auch wahrscheinlich, hat man das auch gesehen, so ein Aufblitzen. Oh, was war das denn jetzt gerade? Genau. Das war richtig gut. Also wir hören auch, das muss man fairerweise sagen, wir haben diesen Raum, haben wir ja neu gestaltet. Und wir haben auch in der Akustik schon einiges getan hier in diesem Raum. Unter anderem haben wir eben eine komplette akustische Decke hier eingezogen. Der Raum ist sehr ruhig, nicht überdämmt und überdämpft, gar nicht. Das merkt man sehr, wenn ihr bei uns mal seid und im Vorraum steht hier und redet. Also während ihr redet, geht ihr in den Raum rein. Es wird völlig ruhig hier drin. Und der Raum ist immerhin 70 Quadratmeter groß und hat eine totale Ruhe. Also das finde ich schon mal ganz stark. Und dann können die Boxen auch das zeigen, was sie eigentlich können. Ja. Und das mit dem Bass fand ich besonders schön. Also am Anfang auch. Ich fand die Stimme sensationell klar. Sie war überhaupt nicht aufdringlich. Nee. Überhaupt nicht so, dass dieses Langzeithören, habe ich das Gefühl, könnte ich das? Ja, könnte ich. Also kann ich sofort sagen. Ohne Frage. Ungetestet kann ich sofort sagen, das könnte ich lange hören. Würde ich eher lauter machen, würde ich eher leiser machen, ich würde auch noch lauter machen, ohne Probleme. Das ist, finde ich, immer, das ist bei mir so ein Indiz, dass ich, wie gesagt, vielleicht das eher leiser machen wollte, weil es mir vielleicht zu sehr im Ohr, also entschuldige mich, das sage, gerade als Frauenstimme so, gar nicht. Also da würde ich sagen, nee, kann noch deutlich lauter. Wir haben auch schon laut gehört jetzt, finde ich. Also es war eine gute Lautstärke, nicht übertrieben, aber ich fand es sensationell schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Räumlichkeit ist da, das ist natürlich Kev-eigen auch, muss man sagen, dass du eben nicht genau die Mitte brauchst eigentlich, um trotzdem sehr räumlich links, rechts zu hören. Ja. Das ist dem System geschuldet, das ist dem UniQ-Chassis geschuldet. Ja. Das ist natürlich wirklich eine legendäre Erfindung, das kann man schon mal so sagen. Da hat Kev für sich nochmal das Rad neu erfunden, finde ich zumindest. Das haben die toll gemacht. Also mega, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Freue mich auf weitere Tests erstmal. Wir hören ja noch einen zweiten Song, aber genau. Das hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut gefallen. Vorteil ist halt, dass ich schon auch jetzt mittlerweile ja 50 Jahre, glaube ich, oder fast sogar ein bisschen länger an dem UniQ-Chassis werkeln und weiter verbessern. Ist jetzt die 12. Generation. Und also das Hören der Punktschallquelle, das macht total viel Spaß. Das ist eine besondere Art der Wiedergabe, finde ich. Kabass macht das ähnlich. Mhm. Und ich mag das total gerne. Mhm. Also eine sehr natürliche Art der Wiedergabe. Mhm, unbedingt. Okay, als zweiten haben wir The Delegates mit Confusion. Bisschen jazziger. Cool. Gute Stimmung. Hau rein. Los geht's. Apology.
was du eben schon sagtest, ne? Das bringt so viel Spaß. Ja. Man merkt bei der Sängerin ja auch, dass sie richtig Lust hat, das Lied so zu singen. Es hat so was, ich will nicht sagen Schelmhaftes, aber so was total Freudiges. Ja. Und das kommt auch total rüber. Ja. Also nicht die Box hat eine Spielfreude, sondern die hat sie ohnehin scheinbar, sondern die Sängerin hat sie und die Box kann das aber auch 1:1 so übermitteln. Ja. Das ist auch wirklich, wie du eben schon währenddessen auch mich anguckst und sagst, das bringt richtig Spaß. Ja, es bringt richtig Spaß. Also das hat richtig, richtig gebockt. Ich kann es gar nicht anders sagen. Auch die Instrumente am Anfang, was du auch sagtest, differenziert, wo stand wer, in der Tiefe konntest du sogar sehen. Mit den Bläsern dann dementsprechend, Hammer. Also es ist, wenn ich sage Spaßbox, dann hört sich das so an, als wenn es eine Discobox wäre. Nein, es ist, die ist voller Spaß, voller Freude, voller Spielfreude. Ja. Und das kommt richtig rüber, das fasst dich förmlich an. Ja. Richtig gut. Es hat mich, ich bin mir bei der Aufnahme sicher, aber ich hatte das Gefühl, sie haben alle gleichzeitig recorded. Also normalerweise hast du dieses Overdubbing, du spielst deine Sache ein und dann spielt jeder nach und nach dazu. Mhm. Und George Massenberg ist so ein Produzent, der sagt, wir nehmen alle zusammen im Raum auf und machen die ganze Band spielt gleichzeitig. Dann hast du zwar Übersprechen der Mikrofone, aber er sagt, die Stimmung der Aufnahme ist besser. 100%. Und der Hörer hört es. Ganz bestimmt. Und ich hatte hier das Gefühl, die haben das alles gleichzeitig aufgenommen. Die haben zusammen gespielt und so eine Zwischensache, dann guckt der Gitarrist oder die Gitarristin vielleicht den Keyboarder an. Genau. Die korrespondieren auch mit dann. Genau. 100%. Das ist das Gefühl, was dann irgendwie auf der Platte festgehalten wird. Ja. Und das war da. Ich hatte auch, sie singt und dann kommt er noch mit einer kleinen Backing-Stimme im, ich glaube, zweiter Refrain war das. Das war total gut zu differenzieren. Also es war einfach gut rauszuhören. Die Stimmen haben sich sauber abgetrennt. Ich hatte, als ich hier aufgebaut habe, die höchste Eisenbahn gehört. Das ist eine der besten deutschen Bands, finde ich tatsächlich. Und da hast du, wie heißt er, Francesco Wilkings und Moritz Krämer. Das sind zwei Frontmänner in dem Falle. Mit einer ähnlichen Stimmenfarbe. Und bei Body and Soul, das ist ein Song, wo sie sehr, sehr ähnlich singen. Mhm. Und das ist halt dann die Kunst, die zu unterscheiden und zu differenzieren. Genau. Ja, und das habe ich tatsächlich mit den Cavs hier gehabt. Das konnten die. Konnten die sehr gut. Und ich habe den Song in dem Falle, Body and Soul, so noch nicht gehört. Mhm. Und das finde ich immer. Das ist besonders. Ich habe ja viele Systeme hier zur Auswahl. Genau. Bin ich auch sehr dankbar ganz für. Spannend, ja. Aber das habe ich so noch nicht gehört. Das war. Cool. Gute Aussage. Ja, finde ich. So viel dazu. Aber haben wir öfter, dass Kunden auch wirklich sagen, auch ihre Sachen mitbringen und teilweise, wir hören das ja dann dementsprechend und wir haben das immer wieder, also seit 30 Jahren, ich jetzt mal in dem Fall wirklich zigfach gehabt, wo Kunden mir gesagt haben, dass sie das Stück tausendmal gehört haben, ich übertreibe, meinetwegen hunderte von Mal, aber so noch nie gehört haben. Nicht, also nicht nur in der Qualität, sondern tatsächlich manchmal Instrumente rausgehört haben, dass da mehr war, als sie immer wahrgenommen haben, wo ich sage, wow, also erstmal toll. Und das begeistert natürlich denjenigen, der meint ja, das Stück unheimlich gut zu kennen. Ja. Und plötzlich festzustellen, ich kannte es ja doch nicht 100%, aber jetzt kann ich scheinbar 100%. Und das ist immer eine Riesenfreude. Ja, auch für den Kunden selbst ist eine Riesenfreude. Ja. Wie auch immer. Okay, jetzt haben wir eins vergessen zwischendurch. Ne? Ja. Genau, wir wollten nämlich eigentlich sagen, lass ein Abo da zwischendurch, aber haben wir vergessen, das machen wir zum Schluss nochmal. Genau, nein, wie auch immer. Also auf jeden Fall finde ich ganz toll. Ich bin jetzt schon gespannt auf die nächsten Tests. Wir haben uns dazu entschlossen, eigentlich nicht diese hochwertigen Lautsprecher gegeneinander zu testen. Das macht gar keinen Sinn eigentlich. Warum macht das keinen Sinn? Weil die für sich betrachtet alle so gut sind und so besonders sind, dass man sie im Vergleichstest, das könnt ihr hier natürlich gerne machen. Wir bieten uns natürlich an, wenn jemand das möchte, eine Confidence 50 gegen eine 801 gegen eine Blade hören, dann werden wir uns diese Mühe machen und das auch aufbauen für euch. Aber immer so, dass sie nicht nebeneinander stehen, weil wir finden einfach, dass die das verdient haben, jede Box, nicht nur die Blade, sondern auch eine 801, auch eine Confidence, auch eine Core, die wir über kurz lang von Dali haben werden. Und auch die Concentro, du kannst nehmen, was du willst, es verdient haben, einzeln bespielt zu werden. Was wir machen wollen, das können wir schon mal so andeuten, wir haben das heute eigentlich erst besprochen, dass wir praktisch eine Referenz, meinetwegen die Luxman nehmen als Beispiel und daran zum Beispiel mal andere Lautsprecher hören. Wie verhält sich jetzt die Luxman mit denen? Wie verhält sich die Luxman mit denen? Das können wir auch mit anderen Lautsprechern natürlich noch, mit anderen Verstärkern dann auch nochmal machen, aber das finde ich ganz spannend. Ja. Matcht das nicht so gut, also nicht so gut, das wird immer gut matchen, aber manches wird wahrscheinlich brillieren. Manches ist herausragend. Sagt, genau, es ist herausragend. Ja. Die Kombi jetzt würde ich schon als herausragend sehen, das sage ich so, wie es ist. Ich finde die traumhaft, aber du hast die Preise aufgerufen, ich weiß nicht genau, wo wir sind, 80.000, 70.000, also das muss auch traumhaft sein, also das erwarte ich dann auch. Hat Spaß gemacht, echt toll. Also ja, definitiv. Erster Eindruck, mega. Daumen hoch, kann ich gar nicht anders sagen. Daumen hoch. Absolut. So, wenn euch das jetzt gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen.
Abonniert den Kanal, wenn ihr Lust habt. Wir machen regelmäßig sowas. Absolut. Macht auch Spaß. Genau. Und ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir haben einen Instagram-Kanal, da kommen auch ab und zu Neuigkeiten. Wenn ihr Instagram habt, könnt ihr auch gerne da abonnieren. Und ansonsten habt einen schönen Sonntag. Würde Viel ich Spaß auch sagen. Beim Musik hören. Genau. Also, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao, ciao.